Hallihallo, liebe Freunde des gepflegten Let's Plays. Hier ist Oliver3911 mit Heavy Rain, der Move Edition. Und wir stehen vor der letzten Prüfung in diesem Spiel. Beziehungsweise vorerst. Eine haben wir versemmelt, wie wenn ihr euch erinnert. Die Prüfung, mit dem wir jemand anders töten. Und jetzt ist die Frage, sind wir bereit, uns selber zu töten, um unseren Sohn zu retten? Und wie der liebe Ethan eigentlich schon gesagt hatte, und ich kann mich da nur noch anschließen, wir sind zu weit gekommen, um es jetzt nicht zu machen. Oder vielleicht doch nicht. Oder doch. Nein. Ach, kommt. Machen wir jetzt. Hoch die Tassen, Ethan. Die Todgeweihten grüßen dich. Ja. Schickes Gift übrigens. Schön blau. Ethan. Brüsterchen. Da gehen wir jetzt durch. Komm. Müssen wir jetzt durchbeten. Schicke Melodie im Hintergrund. Ach, schön. Sind jetzt auf ihrem Telefon. Zeig her. Ja, ist ein bisschen wenig, ne? Bei Use. Ich habe getan, was ich tun musste, Sean. Dein Dad kommt und holt dich. Warum bringt die Scheißmission mit dem verdammten jemand anders töten eigentlich so viele Buchstaben? Das hier so wenig. Okay, wie finden wir jetzt diese Adresse? Ich meine, wir haben zwar ein paar Buchstaben, aber das ist jetzt nicht wirklich eine eindeutige Adresse. Na, Ethan? Ich komme nicht weiter und die Zeit läuft bald ab. Verdammte scheißblöde Buchstaben in dieser beschissenen Adresse! Scheiße! Das muss doch irgendwie gehen! Werfen wir nochmal einen Blick ins Handy. Ich muss nämlich erstmal die Buchstaben überhaupt ansehen. Sonst kann ich nicht arbeiten. Was ist das? Klingt wie Möwen. Schiffshorn. Das könnte irgendwo im Wasser liegen. Möwen klingen, deuten immer auf Strand für mich hin. Na komm. Hallo. Ach so. Die Buchstaben passen auf mehrere Adressen. Gott, die sind über die ganze Stadt verteilt. Ich habe keine Zeit, alle zu überprüfen. So sieht's aus. Irgendwo am Meer, schätze ich mal. Da ist was mit Wasser. Das da. Das ist am Wasser. Roosevelt Road. Das ist mitten in der Stadt. Das ist auch mitten in der Stadt. Ich gehe jetzt. Ich folge jetzt meinem Instinkt und sage Möwen. Und Schiffshorn klingt auf. Klingt wie Wasser. Bestätigt ist das. Das sind Möwen. Das ist ganz klar ein Schiffshorn. Wie bestätige ich das? Ach, mit X, alles gleich. Vielleicht habe ich nur Zeit für eine Adresse. Wenn Sean da nicht ist, ist es zu spät. Reine Glückssache. Nee, da war ein Schiffshorn. Kannst mir nichts erzählen. Vertraue ich jetzt drauf, dass da ein Schiffshorn war. Auf geht's! Auf in den Tod. Entweder er oder ich, oder wir beide. Oh, und jetzt reißen sie mich ja ganz raus, indem sie mich nochmal den FBI-Agenten losschicken. Was hat denn der gute, wie hieß er nochmal, Norman jetzt noch zu sagen hier? Ist der auf dieselbe Idee gekommen wie wir? Oder wie Madison? Wer weiß. Mal gucken. Der hat ja auch ein paar Nachforschungen gemacht, ne? Ah, Opfergang.
Das kriege ich nochmal eine Trophäe dafür. Bin bereit, mich selber zu töten, danke. Wir haben nur noch Stunden, um Sean Mars zu retten. Es muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Ja, geht, fahr zum Fluss. Genau hier vor meiner Nase. Fahr zum Fluss. Das Kind wird sterben und ich drehe mich hier im Kreis. Oh, ich bin jetzt zu nervös, um noch mit dir rumzuhängen. Ich will meinen Sohn retten. Alter. Na, haben Sie schon gepackt? Was reden Sie da? Der Fall ist gelöst. Wir wissen, wer es getan hat. Ihre Dienste werden hier nicht länger gebraucht, Norman. Also schnappen Sie Ihre Akten und ab nach Washington. Kann nicht sagen, dass Sie mir fehlen werden. Hä, wir haben einen gefangen genommen? Die Untersuchung ist nicht abgeschlossen. Sie haben absolut nichts gegen Mars. Ach so, ja, richtig. Mars ist schuldig. Der Fall ist gelöst. Wie auch immer, das geht Sie nichts mehr an. Sie sind raus. Packen Sie Ihren Kram und verpissen Sie sich. Wie freundlich. Ach, die sind alle so freundlich. Blake, Sie sind ein vollkommen labiles Psychopathen-Arschloch. Gut gesagt. Ich sehe es als Kompliment. Aber es ist mir völlig egal, was Sie denken. Ich hab den Origami-Killer. Alle sind glücklich. Ende der Geschichte. Gute Heimreise, Norman. Ach ja, wie freundlich die doch sind. Kein Tripo. Alter, habe ich dir das erlaubt? Habe ich? Das ganze Spiel versucht man zu vermeiden. Und dann nimmt das trotzdem. Der Name des Killers ist hier drin, in diesen Daten. Ich muss ihn finden. Und zwar bevor es zu spät ist. Harry. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Es bringt Sie um, wenn Sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Yes, I know. Okay, gucken wir mal die Hinweise. Was haben wir nochmal? Wir haben Reifenspuren. So weit, so gut. Chevy. Ah. Was sagt die Geoanalyse dafür? No Data Analysis. Na gut. Next. Da haben wir die Orchidee. Es ist eine Blume. Die bestimmt in einigen Orten wächst. Oder gekauft werden kann. Ja, eine Menge Shops. Sind auch ein paar am Fluss, wenn ich so sehe. 5 Stück sind es in der Nähe des Flusses. Ich konzentriere mich jetzt echt voll auf den Fluss. Weil ich habe das Schiffshorn gehört, dieses verdammte Schiffshorn. Aber es ist einer irgendwo weiter weg. Ein Store. Die Waffe, die der Mörder im Blue Lagoon gelassen hat, vielleicht lässt sich ihre Geschichte zurückverfolgen. Ach ja, die haben wir ja auch aufgesammelt. Was sagt sie denn, Alter? Wie weit muss ich noch drehen? Seriennummer. Kaliber 45, Semiautomatik. Vor 5 Jahren von der Polizei beschlagnahmt. Die Waffe sollte noch bei der Polizei sein. Wer könnte sie rausgeholt haben? Ein Polizist? Außer einem Cop. Das klingt interessant. Hier bildet sich ein Muster ab. Da haben wir einen möglichen Treffer. Unter Umständen. Nee, Auge schließen nicht, vergiss es. Wir haben noch ein paar Akten. Die ich auch noch sehen möchte. Vorher hole ich nicht ab. Die Opfer. Kann man das Geo analysieren? Großer Radius. Reicht aber auch über den Fluss drüber. Origami. Hm.
keine Daten für die Geoanalyse. Das ist ein großes Gebiet. Es sind echt zu wenig Infos. Viel zu wenig Infos. Der Killer ist weiß. Zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ. Fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Immerhin muss er sich das Auto leisten können. Das hilft uns trotzdem nicht für die Geoanalyse, ne? Nee, war klar. Alter, sehen wir nochmal das. Schaden kannst du nicht, beim besten Willen. Und wir haben ja Zeit. Wir müssen ja bloß in einer Stunde und dann neben so drin. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Bahnlinie. Inwieweit hilft uns das? Sie sehen gar nicht. Geoanalyse öffnen, auswählen. Tja, wir haben ein gewisses Gebiet eingegrenzt, aber wirklich viel bringt uns nicht. Es muss da drin sein, hat er gesagt, aber ich weiß nicht inwieweit. Ich kann hier auch nicht großartig interagieren. Ich habe ja nicht viel. Ich will jetzt aber auch nicht aufgeben. Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Er hat einen gesagten Korb, ja. Das ist, glaube ich, unsere heißeste Spur, ein Ex-Korb vielleicht. Aber wo kriegt man den Ex-Korb her? Tja. Analysieren, Geoanalyse entfernen. AI war im Aufnahmemodus, Mensch, als ich mit dem Killer gekämpft habe. Warum hab ich das noch nie gesehen? Vielleicht ist irgendetwas drauf? Warum hab ich das noch nie gesehen? Ich deppe. Start, analysieren, spulen, stopp. Eine goldene Uhr. Ich bin sicher, ich habe die schon irgendwo gesehen. Nee, komm, du willst mir nicht... Nee, nicht der... Nein. Wohl ein Korb. Und eine goldene Uhr. Ah, die kriegt jeder zur Beförderung, deswegen muss es nicht dieses arrogante Arschloch sein. Die Uhr, die bei der Beförderung zum Lieutenant verschenkt wird. Der Killer ist ein Korb. Du vermutest... Nein, Moment, der hat sie, glaube ich, noch gar nicht, unser vorgesetzter Chef hier. Da ist nix. Wo hat denn das Schwert her? Das Schwert war schon in Pacos Büro. Hat nichts mit dem Killer zu tun. Schade. Ein schönes Schwert. Ich glaube nicht, dass hier was ist. Hallo. Hallo. Okay, das Schwert hatten wir schon mal. End of recording. Ist hier wirklich nichts zu sehen? Da ist nix. Da ist nix. Da ist ja gar nix. Ach, Mann. Aber wir wissen jetzt, dass es ein Ex-Leutnant sein könnte. Werfen wir das mal ins Geo-Profil. Vielleicht hilft's ja.
Ach komm, wir müssen doch irgendwie einen Namen von Ex-Leutnants haben. Oder Hauptleutnants, ach keine Ahnung. Reifenspuren. Haben wir nicht irgendwie ein Chevrolet, ein Chevy mit Fahren von einem Ex-Leutnant? Nix in der Zeit. In einem Point-and-Click würde ich jetzt die beiden Spuren... Was ist das da? Warte mal, halt, stopp. Was ist denn das Fragezeichen? Sieht so aus, als wäre der Killer ein Cop. Carter Blake. Deswegen ist die Ermittlung in einer Sackgasse. Und Ethan Mars der Hauptverdächtige. Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Der ist doch noch gar nicht Leutnant, der hat doch die Uhr noch gar nicht. Und ich glaube, dem tritt ganz schön Blut aus der Nase. Vielleicht nochmal die Waffe? Das ist die Nase vor allem. Ich habe echt keinen Plan, was ich machen soll. Ich bin echt hilflos. Keine Ahnung. Ich glaube, mit Norman kommen wir nicht an den Namen des Mörders. Gehen wir nochmal zurück. Nein, die Hinweise war ich doch gerade. Ich wollte nochmal die Akte schauen. Da haben wir vielleicht noch irgendeine Akte jetzt bekommen, die uns helfen könnte. Vorgehensweise. Der Killer ist weiß. Zwischen 30 und ja, 45. Ja, 30. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Norman, was ist mit dir los? Erfahren wir im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.